Schalümchen, Freunde! Schalümchen! Wir haben hier ein Xiaomi 1S auf der neuesten DRV, nämlich 2.3.6. Und ja, die kann ich mal kurz zeigen. Ist quasi als... Ist alles noch völlig original. Hat 10 Zoll Reifen drauf, deswegen zeigt er ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ja, der fährt 20. Also ist 10 Zoll Reifen, deswegen ein bisschen Dreck drin, weil wir haben gerade ein Video gemacht. Weil die Leute sagen ja, ihr müsst mehr draußen machen, ihr müsst mehr draußen machen. Aber draußen ist übelst apokalyptik und diesmal nicht von San Diego. Jetzt zeigen wir euch auf jeden Fall zwei Methoden, wie ihr den Scooter unauffällig schnell machen könnt. Und vor allem, wenn der Scooter neu ist. Ihr habt euch den gekauft, ihr habt richtig Bock, ihr habt den mit der Xiaomi Home App verbunden, was schon mal der erste Fehler war. Habt das Ding geupgradet und jetzt könnt ihr das nicht mehr tunen. Kein Problem. Wir zeigen euch heute, wie das funktioniert. Kein Problem. Kein Problem. Ich baue mein Haus aus Lehm. Ja, voll. Ich will mal anfangen, oder? Ja. So, da sind wir. Wir haben jetzt hier einen Scooter mit der 2.3.6. Das ist die neueste Firmware-Update von dem Xiaomi 1S. Das zeigen wir mal ganz kurz. Oder Pro 2. Ah, ich zeig das mal ganz kurz. Hier. Okay, jetzt habe ich schon gespoilert. Also das hier ist der Scooter. Kann man ganz gut erkennen. Sellerie-Roller. Klicke ich hier oben drauf. Gehe dann hier auf Firmware-Aktualisierung. Und du hast die aktuellste Firmware. Hier unten auf Aktualisierung suchen. Ändert sich nichts. Und ja. Jetzt wie flasht man den Aal? Jetzt geht's nämlich los. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir haben natürlich ein Scooter Hacking Utility, Android, Xiaodash, Android und Scooter Companion. Das ist für den Apple. Also heute geht's erstmal nur vom Scooter Hacking und Xiaodash. Ja. Dann zeig ich mal, wie der Lachs funktioniert. Also, Scooter Hacking Utility, kostenfreie Sache. Xiaodash nicht, kommen wir gleich zu. Xiaodash ist aber besser, aber ist jetzt erstmal egal. So, klicken wir auf Scooter Hacking Utility. Dann wenn wir scannen. Das geht jetzt nicht, weil ich muss erst hier trennen. So, jetzt können wir mal scannen. Hier, da haben wir schon den Scooter Salami Express. Einmal den Power-Button tappen, bitte. Power-Button getappt. Kannst du nochmal tappen, dann ist das nicht wieder aus. Power-Button nochmal getappt. So, jetzt kann man noch hier sehen. DRV, hier sieht man das. 2.3.6. Können wir nichts mit anfangen, Freunde. Tatsächlich kann man jetzt original ganz standard fahren, aber man kann die 2.3.6 nicht ohne weiteres schneller machen. Zumindest nicht mit Scooter Hacking Utility. Dann klicken wir einfach hier auf Load Original, auf DRV und dann auf DRV 2.2.3. Wenn ihr 2.2.4 nehmt, habt ihr da Problems mit dem Flashen, deswegen macht 2.2.3. Klicken wir auf Flash. Jetzt habe ich hier nämlich ein Bluetooth-Symbol und ein Lock. Ist ja auch gelockt, also hier kann man hier gut erkennen, das ist ein Doppelhandy wieder im Bildschirm. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 99%. Update complete. Ich finde echt mal Glas. Gläserig. So, gib mal immer hier Gas mit dem Ding, der müsste jetzt 25 km/h anzeigen, weil wir haben ja die 10 Zoll Reifen. Oder auch nicht. Warum auch immer? Ja, ist doch scheißegal. Ist nicht schlimm. 20 oder 25 ist, kommt jetzt auch auf selber raus, weil hat nichts damit zu tun. So, jetzt wollen wir das Ding natürlich schneller machen. Da habe ich hier schon mal eine Firmware vorbereitet. Da klicken wir einfach auf Load Zip. Wenn ihr hier ganz wichtig, nochmal kurz zurück, wenn ihr Load Custom macht und hier könnt ihr eine Firmware erstellen, das funktioniert meistens nicht wirklich. Ladet euch einfach eine Zip-Datei runter hier, Load Zip. Wir werden da eine verlinken oder ihr macht selber eine auf pro2.cfw. Geht doch so, brauchst nicht hinterher. Laden wir die Mist. Firmware mal. Man sieht, dies für 2.2.4. Klappt trotzdem. Flash. Start flashing. So. Also ihr seht schon, das funktioniert. Ja. Skippen wir mal jetzt ein bisschen nach vorne. 96, 97, 98, 99, 100. Done. Ist fertig. Update complete. Warten Sie. Jetzt machen wir den Mist aus. Starten wir mit Bremshebeltrick, wie funktioniert das? Bremshebeltrick, für Leute, die es noch nicht wissen, falls sie neu geschaltet haben hier, Bremse ziehen, drücken. 2 bis 3 Sekunden warten, fertig. Ist jetzt nicht die beste und sicherste Methode, weil
Das Video dazu hat schon über 130.000 Views oder so und La Policia hat das auch gesehen, wissen wir. Und ja, deswegen nehmt am besten nicht diese Methode, ist relativ unsafe, aber könnt ihr jetzt hier erstmal zum Testen machen und je nachdem, wo ihr wohnt, ist das auch egal, vielleicht ist euch das auch generell egal. Das Ding ist, wenn ihr runtergeflasht habt, seid ihr auf dem Stand vom Tuning und dann könnt ihr euch auch unser unauffälligstes Video angucken. Aber guckt halt unauffällig. Genau. Jetzt zeig erstmal, wie schnell fährt denn der Ding jetzt. Also ich wundere, da ist ein bisschen Erde mit drin. Er hat 42, ein bisschen langsam, ehrlich gesagt, zumindest für den. Ja, ich habe jetzt den Zollreifen nur eingestellt. Nicht wundern, dass er nur 42 fährt. Das ist jetzt halt nicht mit Xiodash, ne? Und ich habe jetzt noch nicht die Werte irgendwie groß angepasst auf den 350 Watt Motor. Also deswegen nicht wundern. Also nochmal Schritte zusammenfassen. 2.3.6 habt ihr drauf, dann nehmt ihr das Scooter Hacking Utility, ja. Flash die 2.2.3 und dann könnt ihr eine ganz normale Custom Firmware erstellen über die Pro2.cfw Webseite. Ja. Und jetzt kommen wir gleich zum Xiodash Modell Version. Modell. Falls die Leute Xiodash benutzen wollen. Da kann man natürlich viel mehr einstellen. Deutlich mehr einstellen. Viel, viel deutlich mehr einstellen. Viel mehr einstellen. Viel deutlich mehr da einstellen. Geht übelst viel, was man einstellen kann. So, ich würde sagen. Ich flashe jetzt einmal wieder hoch, um zu zeigen, dass wir. Ach so, ja, einmal wieder auf. Dann machen wir nochmal einmal ein neues Update rein hier für euch. Du musst einmal hier, warte, einmal den Power-Button tappen. Den Power-Button. Und Licht wieder aus. Nein, kann sagen. Hier, Load Original, DRV, Flash. 98, 100. Jawohl, endlich! Jetzt geht los! Jetzt kannst du mal gucken, ob der Roller wieder 20 fährt. Ich habe jetzt keinen Bock, da aufzustehen, aber kannst ja berichten. Das haben wir nicht ausgemacht, oder? Nee. Jetzt fährt er wieder 25. Ja, sollte der eigentlich auch. Wir können mal kurz testen. Einfach mal so aus Jux und Dollerei. Gashebel gedrückt, Knöpfchen gedrückt, es geht auch der Fehlercode 15 ein, gezogene Handbremse, oder Bremse, und 25. Ja, so ist das richtig. Übrigens, so könnt ihr euren Roller auch wieder auf Originalzustand zurückversetzen. Wir haben jetzt ein komplettes Video, so komplett, da könnt ihr alles auf einmal machen. Ja. Jetzt geht nämlich los mit Cyberdash. Jetzt wird 2.3.6. Lustig, so. Hier wählen wir jetzt hier den Salami Express. Jetzt seht ihr ganz viel Mist. Das kann man natürlich noch nicht machen. Wir müssen jetzt erstmal Perform Scooter Upgrade Now anklicken. Starting Checks, Starting Upgrade. So, jetzt updatet er den Scooter und updatet den Scooter. Quasi bei Xiodash musste er erst so eine Art. Ich nenne es einfach mal Xiodash Software auf den Scooter installieren. Oder eine Analyse starten, um den Scooter auszulesen. Genau. Das hat dann den Vorteil, dass ihr bei Xiodash live alles ändern könnt. Ihr könnt da quasi an diesen tollen Schiebereglern hier rumspielen und das wird quasi direkt auf den Scooter übertragen. Und damit kannst du natürlich mehr einstellen. Also deutlich sichereres Tuning. Das ist viel. Was ist das viel? Okay, auf jeden Fall könnt ihr da hier deutlich mehr einstellen. Sichereres Tuning. Das Problem daran ist leider, kostet es Geld. Ja, 5,99 €. 5? €3,99. Keine Ahnung. Also als wir das gemacht haben, hat das 99 Cent gekostet. Oder so. Danach hat das 1,99 gekostet. 9 Cent war wirklich ein Top-Preis. Ja, lohnt sich auch für 4,99 €. Ich muss mal dazu sagen, ihr kauft einen Roller für 400 €. Momentan ist der übelst günstig mit 300 € auf eBay und 350 auf Amazon. So, Scooter wird upgraded. Jetzt haben wir hier ganz viel Murks. Jetzt kann man ganz kurz einmal hier erstmal verbinden. So, hat er die ganzen Sachen geloadet. Hier Kers deaktivieren, das ist dafür, dass der Roller von alleine bremst. Das kann man alles so lassen hier. So, Settings. Das ist jetzt, wie man in den schnellen Modus reinkommt. Hier, Only with App ist natürlich am sichersten. Da müsst ihr jedes Mal euer Handy rausholen. Hier unten auf Profil 2 Secondary klicken, um den schneller zu machen. Dann habt ihr hier den Bremshebeltrick, haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass der ein bisschen unsafe ist. Dann haben wir hier Pressen Trottel, komme ich jetzt von hier aus nicht dran an den Trottel. Das ist quasi Gas gedrückt halten statt Bremse. Hier ist,
Bremse und Trottel. Das mache ich zum Beispiel immer. Finde ich persönlich am besten. Hier Move Wheel. Da musst du quasi den Roller dabei einfach schieben, während du das machst. Also Roller beim Anmachen schieben quasi. Hier ist Bremse drücken und Reifen bewegen. Quasi Bremse drücken und Roller schieben. Hier ist Bremse... Na, hier ist Gas geben und Roller schieben. Und hier haben wir alles drücken und Roller schieben. Also das ist natürlich die sicherste Methode nach Only with App. Wir übertreiben jetzt nicht, machen Bremse und Troll. So, ich mache das jetzt hier beim Schnelldurchlauf, weil da haben wir schon genug Videos zu gemacht. Disable Charging Mode macht ihr bitte nur rein, wenn ihr einen Zusatzock habt, sonst kommt ihr in den sogenannten Ladebug. Wheel Size changen wir auf 10 Zoll, weil wir haben 10 Zoll Reifen. Unserer Erfahrung nach geht der Tacho dann dennoch relativ genau. Wir haben gehört, dass er ziemlich ungenau gehen soll. Wir haben es mit GPS gemessen, sind Auto hinterhergefahren, Drohne drüber geflogen und alles Mögliche. Das geht relativ genau. So, hier haben wir natürlich die Bremseinstellungen. Lassen wir jetzt erstmal alles so. Speedboost, ja, weiß ich nicht. Brauchen wir jetzt hier einen Speedboost? Kann man ja mal reinmachen, so ein bisschen. Also mal ein bisschen Experimente machen. Machen wir ein bisschen Experimente. Wie das funktioniert, da haben wir ein extra Video zugemacht. Guckt euch das einfach an, wenn euch das interessiert. Kleiner Spoiler, ihr könnt euren Scooter hier mit schrotten, deswegen macht das ein bisschen vorsichtig. So, machen wir nur im Sportmodus. Das kann man alles lassen hier. Wir haben Zusatzakku, da haben wir diese Kapazität mit. Dann drücken wir auf Save. Ganz wichtig, auf Save zu drücken. Könnt ruhig 3-4 mal drauf drücken, da passiert nichts. Nichts vergessen. Jetzt gehen wir in das zweite Profil. Da lassen wir jetzt erstmal hier Eco-Modus, vielleicht Kers rausmachen und so was. Drive-Modus auch noch im Kers rausmachen. Und den Rest kann man nicht so lassen. So, jetzt hier Sportmodus. Machen wir jetzt einfach mal hier auf 40 Ampere. Wir könnten auch höher gehen wegen Zusatzakku und 350 Watt Motor. Aber geht ihr bitte nicht höher als 40 Ampere. Das kann man auch mal hier, machen wir mal so auf 7. Ungefähr. Ich will euch das jetzt einmal nur demonstrieren. Wir haben ein ausführliches Video zu gemacht. Guckt euch das gerne an. VMAX. Kann man noch volle Pulle machen. Der drückt nämlich ganz gut, der Scooter. So, Tire Size auch auf 10 Zoll hier in diesem Modus. Meine lieben Freunde. Ja, so ist er, 10 Zoll. Oh, ich habe Speedboost gerade im normalen Modus angemacht, sehe ich gerade. Muss gerne wieder raus machen. So, machen wir noch mal kurz rein. Zack. 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 Und also ich mache es jetzt hier wirklich nur im Schnelldurchlauf, weil alles andere macht keinen Sinn. Wir haben, wie gesagt, mehrere Videos zu gemacht. Und ja. Guckt euch die an, wenn ihr genau wissen wollt, wie ihr das da perfekt einstellen könnt. Ich mache nur kurz im ersten Menü Speedboost wieder raus. So. Speedboost ist wieder raus. Hier ist auch alles in Ordnung. Und da würde ich sagen, jetzt geht los! Jetzt hau doch mal hier, mach mal aus den Roller. Ich muss erstmal gucken, was der jetzt fährt. Der müsste jetzt eigentlich 20. 28. 28? Ja. Ach so, ja, ich habe nicht umgestellt auf Dingens. Aber egal, mach mal jetzt hier, mach mal aus das Ding. Ja, hast du Gas, Bremse? Ja, ja. Quasi genau gleiche wie gerade, nur dass man diesmal Gas und Bremse drückt. Jetzt gib mal einmal Gas, gucken. Da ist schon 44 stehen. 44 km/h. Ein bisschen geht da noch. Also ich sag mal, auf 50 kriegen wir den, zumindest hier im Stand. Im Leerlaufmodus. Topspeed-Test, mit dem haben wir getestet. Kurzzeitig ein Peak von 45 km/h. Allerdings haben wir im letzten Video noch ein bisschen bergab und so. Da kann doch mal eine 5 vorne stehen mit dem Xiaomi 1S. War das schon heftig und kalt. Glaube ich. Und ich würde sagen, eigentlich reicht das. Wie gesagt, wir laden hier so eine Config mal in die Beschreibung hoch. Könnt ihr euch dann runterladen, wenn ihr sowas habt. Macht das am besten mit Xiaodash. Investiert da die 5 Euro. Da könnt ihr das alles einstellen. Guckt euch das Video an, was wir dazu gemacht haben. Ihr solltet relativ ausführlich sein. Oh, Junge. Übelst hell. Alles klar. Ich glaube, das war's. Ich wünsche euch, meine Freunde, schönes Wochenende oder schöne Woche oder einen guten starken Tag. Ja, aber vorher noch mal kurz, vielleicht sind wir mittlerweile berühmt. Alexa, wer sind die Survival Masters? Folgendes habe ich im Netz gefunden und übersetzt. Laut video.com,
Die Meister des Überlebens beweisen ihr Fachwissen an einigen der entlegensten, extremsten und unwirtlichsten Orte der Welt. Ja, das kann man so stehen lassen, ne? Ja, würde ich sagen. Fast richtig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren nicht vergessen, Freunde. Ihr denkt immer, wir machen das einfach hier mal eben, das ist nichts für uns, ja? Ihr denkt immer, das ist voll einfach, was wir machen, das machen wir meinen Sohn. Aber wir machen das ja, wir machen das ja nicht für uns, wir machen das ja für euch. Damit ihr mit einem schnellen Scooter gegen die Wand fahrt. Nein. Ach so. Leute, bleibt sicher, wir haben auch noch mehrere Videos gemacht, gefahren etc. Deswegen bleibt immer sicher, wir möchten nicht, dass ihr gegen die Wand fahrt. Ja. Okay. Bleibt sicher. Ciao.